Pokémon war meine Kindheit. Ich habe alles an Pokémon geliebt. Die Kämpfe, die Strategien, die Charaktere, die Emotionen, die Stories. Also gibt es nur eine logische Sache, die ich jetzt tun kann. Ich muss wie ein kompletter Autist über die langweiligste Scheiße in den ganzen Games reden. Willkommen zum Pokémon Game Design. In anderen Nachrichten, es ist deutlich zu fucking heiß. Das heißt, ich werde das Ganze mit offenem Fenster aufnehmen und wenn ihr ab und zu mal einen Vogel oder ein Auto oder so ein Shit hört, entschuldigt bitte. Aber es sind 40 Grad draußen. Fuck my life. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was Pokémon eigentlich ist, hier eine kurze Erklärung. Pokémon ist im Grunde der Sportanime zum Hundekampf und in typischer Anime-Manier haben die Kampfhunde deutlich coolere Tricks drauf als im echten Leben. Wie zum Beispiel das Kamehameha, eingebaute Flammenwerfer oder andere Formen von Laserstrahlen. In dieser Welt gibt es Trainer, die diese Pokémons haben und trainieren. Trifft man ein wildes Pokémon, lässt man es vom eigenen Pokémon zusammenschlagen, damit man es gefangen nehmen kann und jetzt gehört es dir. Glückwunsch. Trifft man einen anderen Trainer, der auch ein Pokémon hat, kann es zum Kampf kommen. Und wenn man gewinnt, kriegt man das Pausengeld des anderen. Hat ein Pokémon genug gekämpft, entwickelt er sich in seine nächste Form. Dabei kann jeder Trainer bis zu 6 Pokémon haben und jedes Pokémon hat verschiedene auf Elementen basierende Typen. Diese Elementtypen haben sich gegenüber entsprechende Vor- und Nachteile. Wenn wir zum Beispiel einmal die Elemente der Starter-Pokémon nehmen, ist Feuer effektiv gegen Pflanzen-Pokémon, Pflanzenattacken effektiv gegen Wasser-Pokémon und Wasserattacken effektiv gegen Feuer-Pokémon. Das heißt, man muss beim Bau seines Teams darauf achten, dass die Typen der Pokémon ausgewogen sind. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Oder besser gesagt, hier in Kombination mit den VMs. VMs oder versteckte Maschinen sind Attacken, die ein Pokémon außerhalb des Kampfes anwenden kann. Also wenn du nichts Böses ahnend durch den Wald läufst, zusammen mit deinem Pokémon natürlich, und dann zufällig ein relativ blödes Stück Holz findest, das dir gerade im Weg steht, kannst du dein Pokémon als Kettensäge benutzen und das Stück Holz verschwindet. Das Problem, das wir heute behandeln wollen, taucht bei VM2 auf, besser bekannt als Fliegen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es relativ schwierig, um die Welt zu reisen, wenn man hier beliebig ewig wachsende Anzahl von Pokémon fangen möchte und dazu die Arena-Orden verdienen will oder Insel, Plateau, Dingers oder was auch immer wir dieses Jahr haben. Also gibt es das VM2 Fliegen, mit dem man mit einem Pokémon von Stadt zu Stadt fliegen kann. Das Problem hierbei ist das Team-Balancing. Ich glaube, ich nehme am besten ein Beispiel, bevor es zu abstrakt wird. Eines meiner Lieblings-Pokémon, vor allem Early Game, ist Smetbo. Hauptsächlich, weil es viele verschiedene Arten von Attacken beherrscht, die vor allem im Early Game relativ hilfreich sein können. Das Problem mit Smetbo, egal in welcher Version, ist, dass es ein Flugtyp ist, aber VM2 nicht erlernen kann. Das heißt, von den 6 möglichen Pokémon hat man dank Smetbo schon mal ein Pokémon, das den Typ Flug hat. Aber wenn man zwingend Fliegen braucht, muss man ein zweites Pokémon vom Typ Flug mit reinnehmen, weil nur die Fliegen lernen können. Und wenn ihr euch an die Anfälligkeiten der verschiedenen Typen erinnern könnt, erkennt ihr das Problem. Denn Pokémon vom Typ Flug sind anfällig gegen Attacken des Typs Elektro, Eis und Gestein. Das heißt, man hat von 6 Pokémon 2 Pokémon, die anfällig gegen diese 3 Arten von Attacken sind. Und man kann das Problem nicht umgehen, weil Smetbo nicht VM2 lernen kann, man VM2 für den Spielverlauf aber zwingend braucht. Das heißt, 2 von 6 Pokémon sind gegen diese 3 Typen anfällig, was dafür sorgt, dass die Balance des Teams ziemlich gestört ist. Einige von euch sagen, gut, das kann man doch ausgleichen. Beispielsweise Aerodactyl und Panzer Aeron haben eine gute Typkombination. Im Fall von Aerodactyl Gestein und Flug und im Fall von Panzer Aeron Stahl und Flug. Also wären die nur gegen einen von den 3 Typen anfällig. Das Problem ist, beide Pokémon sind Late Game. Was bedeutet, man kriegt sie erst, nachdem man die meisten Orden schon hat. Dazu kommt, dass viele dieser Pokémon, die Fliegen nicht lernen können, relativ coole Pokémon sind. Neben Smetbo haben wir zum Beispiel noch Sichlor und Glurak. Und hier kommen wir auch schon zu den Lösungen, weil die meisten von euch werden schreien, sag mal, bist du behindert, natürlich kann Glurak fliegen. Und ja, seit der Gelb-Edition kann es fliegen. In Rot oder Blau aber noch nicht. Das heißt, Game Freak hat die Probleme gesehen und gleich Lösungen entwickelt. Beispielsweise kann Sichlor zwar immer noch nicht fliegen, hat dafür aber eine Entwicklung bekommen in Form von Cherox, die den Flugtyp entfernt. Mir ist gerade beim Editing aufgefallen, dass es noch eine Zwischenlösung gibt. Das wäre in dem Fall wie bei Golbat. Golbat selber kann nicht fliegen, aber die weiterentwickelte Form X-Bat kann fliegen. Das heißt, die Zwischenlösung ist, eine Entwicklung einzubauen, die ein Fliegen lernen kann.
Also die beiden Hauptlösungen von Game Freak waren, ja okay, wenn du auf einem Taubsi fliegen kannst, macht es auch irgendwie Sinn, dass du auf einem Dragoran oder Glurak fliegen kannst, okay. Oder alternativ, ja okay, der große Grashüpfer kann nicht unbedingt fliegen, aber der kriegt eine coole Entwicklung, okay. Was allerdings immer noch nicht mein Problem mit Smetbo löst, egal welche Version davon. Und hier müssen wir uns zu den neueren Games wenden, wo Nintendo sich gesagt hat, okay, VMs waren generell eine gute Idee, aber damit Pokémon-Attacken zu blockieren ist irgendwie auf lange Sicht doof. Also gibt es seit Sonne und Mond keine VMs mehr. Es gibt jetzt Dienste oder im Fall von Pokémon Let's Go andere Möglichkeiten, in der Außenwelt dieselben Effekte zu erzeugen wie bei den VMs, aber damit keinen der vier Angriffe eines Pokémons zu blockieren. Was bedeutet, dass das Balancing eines Pokémon-Teams nicht mehr von den VMs beeinträchtigt wird. Und somit kann ich endlich mein Smetbo auch im Late-Game benutzen, wenn Sonne und Mond doch nur bessere Spiele gewesen wären. Also, was haben wir heute gelernt? Es ist wichtig, das eigene Produkt, auch wenn es eigentlich fertig ist, weiterhin auf Fehler zu untersuchen und diese zu korrigieren. Entweder indem man den Fehler einfach behebt oder dadurch, dass man die Fehlerquelle entfernt. Und wenn man merkt, dass Mechaniken offensichtliche Schwächen haben, sollte man sich nicht davor fürchten, sie zu ändern, nur weil es traditionell anders gemacht wurde.